Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Ravnica Allegiance Draft. Und was haben wir denn hier heute? Breeding Pool als unsere Rare ist natürlich ein Land, was man gerne mal mitnimmt, wenn man eh in den Farben ist oder splashen will, aber es ist kein First Pick. Da bin ich mir sicher. Terramander ist gut, definitiv. Macht einfach früh ein bisschen Chip Damage, ne? Ab und zu mal. Bisschen Damage in der Luft reinbekommen und halt später einen 5-5er Flieger, was relativ gut ist. Und ja, es kostet eigentlich nie 8 Mana. Silana Wayfinder mag ich auch sehr gerne. Ist einfach früh, gibt dir früh ein bisschen so eine Art von Card Selection, na, wenn dir das dritte Land fehlt oder so. Und ansonsten sehe ich auch noch Grotesque Demise hier, das ich auch sehr gerne mag. Aber ich denke mal, ja, man könnte auf jeden Fall. Ich finde die drei Karten hier sind alle vertretbar als First Picks. Von daher will ich jetzt nichts gesagt haben, wenn jemand was anderes nimmt. Die Rare hier ist ja, ich glaube, mehr fancy, als dass sie wirklich gut ist. Ich meine, es ist nichts verkehrter dran, 2-Mana-1-3er zu haben. Wo man 5 Mana reinstecken kann, wird zum 4-6er Menace für bis zum Ende des Zuges ist natürlich gut und ab und zu macht ihr mal ein bisschen extra Damage gegen Adept oder so vielleicht, aber ist auf jeden Fall nichts Besonderes, nichts, was mich jetzt in Rot zieht, notwendigerweise. Da überlege ich mir mal eher, was schließt sich hier vielleicht gut an den Terramander an. Senate Guildmage jedenfalls schon. Das ist in meinen Augen der beste Guildmage. Aber auch den würde ich wahrscheinlich eher nicht splashen. Sorrowform Hybrid ist eine super, super starke Common, die auch sehr gut mit Terramander zusammengeht in diesem Adept-Deck, was wir ja auch erst hatten. Aber ich denke mal, Senate Guildmage ist sogar noch ein bisschen besser. Bin mir ich sage mal jetzt mal, Draft-Strategiegründen nicht so ganz sicher, ob ich da nicht lieber die grüne Karte nehmen möchte. Senate Guildmage geht halt leider wirklich nur in Azorius rein. Aber hey, wir schauen mal weiter. Was sehen wir hier? Gates Ablaze. Das wäre natürlich hier eine Möglichkeit, ins Gates-Deck reinzukommen. Das Problem ist, von Blau-Weiß aus kommen wir nicht so leicht zu Rot, weil es da kein Guildgate gibt, was das überlappt, ne? Weil Izzet und Boros sind halt nicht in diesem Set hier. Rot kombiniert sich hier nur mit Schwarz oder mit Grün. Von daher, wenn wir jetzt bei Azorius bleiben, würde ich hier wahrscheinlich den Syndicate Messenger mitnehmen. Lieber als den Forbidding Spirit, weil der Doppel-Weiß kostet und man den manchmal nicht in Runde 3 ausspielen kann, was durchaus ein Problem sein kann. Gates Ablaze ist natürlich die stärkste Karte hier, aber ich denke mal nicht, dass das hier der Pick sein sollte. Aber es ist auch nicht verkehrt, natürlich. Es ist immer schön, ein frühes Gate-Payoff zu nehmen und dann einfach Gates zu draften. Macht auch immer Spaß. Das macht mich jetzt nicht so glücklich, das Pack hier. Shimmer of Possibility und Watchful Giant sind einfach zu schlecht. Generell mag ich bei den Karten hier aber auch nicht so viel. Bo'rak Clan Crusher ist eher so, spielt sich in Timur gut, ne? Also blau, grün und rot. So als Value-Kreatur. Aber ist auch nie besonders krass gewesen oder selten. Guildmage ist gut, Dead Rebels ist gut. So weit gehe ich noch, aber. Dann denke ich mal, nehmen wir uns den Syndicate Guildmage für den Fall, dass wir Orzhov gehen, was ja sein könnte auch hier mit dem Setup. Ich meine, wir müssen dann halt wahrscheinlich den Guildmage und Terramander rauswerfen, aber wir schauen mal, wie es Fixing nachher aussieht. Und jetzt einfach noch ein Guildmage hinterher. Ja, sieht aus, als würden wir ein paar Orzhov-Signale sehen. Das kann dann gerne so weitergehen. Undercity Scavenger, Syndicate Messenger und Orzhov Guildgate dafür auch noch im Pack. Mal schauen, ob wir was davon wheelen. Okay, und jetzt bekommen wir eine Basilica Bellhaunt nochmal als Signal. Sehr, sehr schön. Also wir springen hier auf den Boros,
auf den Orzhov-Zug auf. Nehme die blauen Karten jetzt erstmal hier weg. Kann mir vorstellen, wenn wir extrem viele irgendwie Azorius Guild Gates zufällig bekommen, dass ich vielleicht den Guildmage splashe. Der ist halt wirklich einfach echt richtig gut, aber ich würde jetzt nicht irgendwie meinen Mana unbedingt verschlechtern wollen, um den reinzupacken. Ist halt auch nur ein Two-Drop. Ist jetzt keine Bombe, sondern eine gute Utility-Creature. Ansonsten, Sorrowform Hybrid muss man natürlich noch bemerken hier in dem Pack und Syndicate Messenger ist auch immer nett. Aber klar, hier Bellhorn, sehr schön. Leider Cry of the Canarium schadet Orzhov eher, als dass es nützt und bei Rakdos meistens auch. Also die Karte hat sich hier leider nicht so gut gespielt in den schwarzen Decks. Und deswegen kann ich sie gerade im Best of One auch nicht empfehlen. Ich würde sie vielleicht im Best of Three als Sideboard-Karte noch gerne nehmen. Aber ich denke mal, hier nehmen wir uns ein Azorius Guildgate mit. Wie gesagt, wenn wir ein paar aufschnappen können und wir verpassen nichts. Undercity's Embrace ist theoretisch spielbar, aber ich, ehrlich gesagt, habe ich das, glaube ich, vielleicht einmal gemacht. Oder so, gegen Orzhov ist die Karte so furchtbar, dass ich die einfach auch nicht, und Rakdos meistens auch, dass ich die einfach nicht guten Gewissens hier empfehlen kann im Best of One. Also das geht nicht. Hier Blade Brand und Summary Judgment. Ich mag die beide richtig gerne in Orzhov. Besonders Blade Brand, weil wir so viele Tokens rumfliegen haben. Also fliegende Tokens, wortwörtlich am Rumfliegen. Aber Summary Judgment ist halt verlässlicher, weil wir nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass wir eine Kreatur draußen haben. Von daher nehme ich mir mal das Summary Judgment. Okay, also Orator ist vertretbar in Orzhov, aber Noxious Garrudian ist eine Karte, die ist genau in der Mitte, finde ich. Das ist so eine perfektes C, wie man sagt. Ja, oder die perfekte 3, könnte man sagen. Ne? Also das ist eine Karte, die nie irgendwie einen aus den Socken bläst, aber die eigentlich immer sich ziemlich solide spielt. Also es mag mal das Szenario vorkommen, wo du mal einen angreifenden Two-Drop 2-2er irgendwie blocken musst. Oder so, und dann bist du nicht so froh drum, hast einen Mana nach unten getradet. Aber die Kreatur kann immer angreifen, für Rakdos zum Beispiel, wenn es da um Spectacle geht, ja, dass du irgendwie Combat Damage oder Damage machen willst an der Gegenseite. Und hat halt, also gegen Simic ist die Karte halt auch richtig gut, ne, gegen die riesigen Monster, die Simic ausspuckt. Imperious Oligarch, super Sache. Da haben wir dann erfolgreich eben die Signale hier gecuttet und sehen jetzt auch spät noch die richtigen Karten. Undercity Scavenger ist auch was, das ich sehr gerne in Orzhov spiele. Vorausgesetzt, ich bekomme die Afterlife-Kreaturen wie Imperious Oligarch. Kann mir gut vorstellen, wir haben jetzt schon ein paar Vierer hier, dass das wahrscheinlich der Carrion eben nachher rausfliegt. Ist einfach ein schlechterer Syndicate Messenger, wenn ihr mich fragt. Also, das nennt man mal belohnt werden für Orzhov zu draften. Ethereal Absolution ist wahrscheinlich die beste Rare im Set, was Limited angeht. Und wir hätten ansonsten auch fantastische Picks hier mit Consecrate, Consume und Blade Juggler. Wow, ich würde mich nicht mal über einen Plague White beschweren. Je nachdem, wie viele Afterlife-Kreaturen du hast, kannst du auch mal über einen Blood Mist Infiltrator nachdenken, obwohl ich den eher in Rakdos mag und auch da nicht so gut finde. Aber Ethereal Absolution, das ist einfach unfair. Kann ich nichts anderes sagen. Also es wäre vielleicht, die Karte ist so gut, dass das ein Argument dafür wäre, die Karte nicht zu picken, weil das halt einfach zu unfair ist den anderen Spielern gegenüber. Ja, und dass so eine Karte ist, die halt einfach das Spiel sofort an sich reißt und eigentlich nicht mehr loslässt. Ja. Und so eine Karte, die halt wirklich furchtbar ist im Best of One, weil du nicht sideboarden kannst, ne? Wenn man wenigstens dann sideboarden könnte, dagegen ein bisschen
Artifact Enchantment Removal, sowas in die Richtung. Eieiei, eklig. Ekelhaft, sage ich nur. Okay, für mich hier auch ziemlich easy pick, der Plague White. Das ist, du willst in Orzhov schon häufig eben deinen Chip-Damage reinkommen und Plague White macht das ziemlich gut. Viele, was weiß ich, so 2-1er oder sowas können den halt überhaupt nicht blocken. Selbst bei Doppelblocks funktioniert das nicht und gegen bei 3 Toughness-Kreaturen ist es dann schon wieder so weit, dass die Gegenseite sich dann fragt, ist das wert, hier meinen 3-Drop zu traden gegen den 2-1er, der angreift. Also die spielt sich meiner Erfahrung nach ziemlich gut in den schwarzen Decks. Ja, ich finde, da gibt es keine andere Wahl. Oh, ich meine, würde ich gerne Bankrupt in Blood spielen, aber ich kann es einfach nicht empfehlen. Noch mehr Oligarchs, noch mehr Messengers. Also ich nehme jetzt hier mal den Messenger mit, auch wenn wir genug Four-Drops haben. Und hoffe ein bisschen einfach, dass ich die Wheele, was auch relativ wahrscheinlich ist. Die Karte ist meistens nicht spielbar. Das wäre echt schön, wenn wir das nochmal wiederholen können. Wir hatten nämlich hier mal einen Orzhov Draft, wo ich die Karte spielen konnte. Und das war einfach ein Fest. Scavenger ist vertretbar. Awaken the Earthwild ist absolut unspielbar. Und da werde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ihr könnt die Karte lesen. Undercity Scavenger ist aber ziemlich redundant mittlerweile. Wir haben genug Four-Drops. Ich denke mal, dass wir hier Drillbit nehmen, weil es ein Effekt ist, auf den wir sonst nicht so gut Zugriff haben und den wir ziemlich gut triggern können mit Plague White und den beiden Oligarchs schon mal. Grudian hilft ja auch dazu. Wir haben Evasion. Wenn ich ein Mana für die Karte bezahle, dann finde ich die ganz gut. Das hier ist jetzt sehr schade, denn hier gibt es nicht wirklich einen Pick für uns. Dann nehme ich mir Rampage, also Carrion Imp haben wir schon einen im Sideboard. Gateway Plaza, sorry, aber das ist zu schlecht dafür, dass wir so irgendwelche Two-Drops hier ausspielen wollen. Nee, da bin ich nicht dabei. Deswegen nehme ich Rampage of the Clans, die ist zwar auch unspielbar, aber dafür kriege ich 20 Gems. Und von daher, das ist wohl hier die beste Option. Twilight Panther. Wenn du Deathrite aktivieren kannst, nette Karte. Wenn nicht, furchtbare Karte. So einfach ist das. Enter the Battlefield Effekte haben wir mit dem Scavenger und der Bellhaunt. Das reicht bestimmt nicht, um Portal zu spielen. Also nehmen wir uns Breeding Pool mit und kriegen noch ein paar Gems. Warum nicht? Ja, wie gesagt, Scavenger ist gut, aber relativ redundant. Kann mir vorstellen, wenn wir ein paar aggressivere Karten noch bekommen in Pack 3, dass ich den Infiltrator spiele, aber aktuell auch nicht unbedingt. Hier Bankrupt in Blood fürs Sideboard, das was ich gehofft habe, mit dem wunderschönen Artwork. So, hier ist nix. Hier ist nix. Wow, niemand wollte grün spielen heute. Besonders nicht Gruul. Ready to battle. Naja. Naja, ich bin auf jeden Fall nicht unzufrieden damit, dass wir Orzhov geworden sind, anstatt Gruul. Aber brauchen schon noch einen Haufen Karten, so ist es nicht. Aber wir haben auch eben noch Kram im Sideboard. Und Pitiless Pontiff ziemlich easy hier an der Stelle. Die ist ziemlich gut, kann immer blocken, immer angreifen, vorausgesetzt du hast weitere Kreaturen, vor allem unwichtige Kreaturen. Oder eben solche, auf die man auch verzichten kann, die man schön opfern kann, wie Oligarch. Und dann natürlich den Spirit. Plague White auch irgendwann. Das, denke ich mal, ist ein ziemlich einfacher Pick hier an der Stelle. Wir haben die ganzen Multicolor-Karten hier bekommen.
Was natürlich immer schön ist. Ein Orders of Guild Gateway hier drin, aber ich denke mal, wir brauchen eher mehr spielbare Karten. Also nehmen wir Summary Judgment. Ist natürlich auch nicht perfekt in dem Deck und das muss man auch nochmal hervorheben. Das ist ja schon eher eine defensive Karte, ne? Schaden auf getappte Kreaturen. Bedeutet ja meistens, dass die Gegenseite angreifen muss, aber denke mal nicht, dass wir auf das zweite Summary Judgment verzichten möchten. Hier, aber das wäre vielleicht doch nochmal ein Argument für Blade Brand statt Summary Judgment gewesen. Das habe ich da nicht so richtig in Betracht gezogen. Und das wäre vielleicht richtig gewesen. Nix hier. Eieiei. Wie gesagt, unser Deck ist gut, aber wir brauchen schon auch noch genug Karten, damit wir das nicht nachher noch ausfüllen müssen mit Kreaturen, die nicht so doll spielbar sind. Gut, Grasping Thrall wird auf jeden Fall uns gute Dienste leisten. Damit bin ich sehr, sehr froh. Ansonsten wäre ich ja auch um den Grudian nicht unglücklich und Orator wäre auch vertretbar. Skytether eher nicht so im Orzhov-Deck. Eigentlich nur in Azorius, meiner Meinung nach. Aber ja, wie gesagt, tolles Power-Level hier. Was ja perfekt wäre, wäre der... Wie heißt der nochmal? Hero of Precinct 1, der 2-Drop, der jedes Mal, wenn du ein Multicolor-Spell spielst, dir ein 1-1er macht. Das wäre natürlich ein richtiger Traum hier in dem Deck. Aber Ill-Gotten Inheritance, Resolute Watchdog, alles cool. Der Distransport würde ich sogar auch spielen in dem Deck hier, aber ich denke mal, den Watchdog ziemlich easy an der Stelle. Relativ easy, also mag Leute geben, die da lieber Ill-Gotten Inheritance nehmen würden, sagen, das ist ein schöner Weg, halt das Spiel irgendwie nachher noch zu beenden, aber Watchdog ist eben so viel günstiger, das finde ich dann sehr einfach. Das ist jetzt eine Goldkarte, die ich nicht so gerne habe, Knight of Last Breath, ist zwar... Ja klar ist die Kreatur gut, wenn sie draußen ist, aber für 7 Mana erwartest du dir ein bisschen mehr als einfach nur ein 4-4er Buddy. Zumindest bis du dann endlich mal enttappst. Von daher, aber ich will 10th District Veteran auch nicht wirklich hier nehmen als Füllerkarte. Aber wir haben auch noch Ethereal Absolution. Ich werde echt den Knight nicht spielen, sorry, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hier wären Senate Griffin vertretbar. Auch wenn ich nicht noch mehr 4-Drops haben möchte. Aber wir müssen vielleicht gleich mal eben ein bisschen ausfüllen. Ehrlich gesagt, Hearthstar Officer mag ich hier jetzt eigentlich lieber als den Orator. Wir sind nicht so defensiv, auch wenn wir einen ziemlich guten Control-Plan haben mit Ethereal Absolution. Aber ich denke mal, der Hearthstar Officer bringt uns halt ab und zu mal ein Plague White Oligarch oder sowas mal extra durch. Da bin ich nicht unzufrieden mit. Hier können wir noch einen Orator aufnehmen. Ja. Naja, das wird noch ein wenig ausgestopft werden müssen. Bestimmt nicht mit Thirsting Shade. Das Deck leider, aber naja. Was haben wir jetzt noch mit dem Portal? 16 Kreaturen ist schon mal gut. Civic Stalwart. Habe ich auch nie wirklich gespielt. Bring New Trial. Ich meine, wir haben wenig Removal. Was ein Problem sein könnte. Und Bring New Trial könnte uns da sehr helfen. Ich bin, seit das Format angefangen hat innerlich am Diskutieren, ob ich Bring to Trial im Best of One Main decken würde, wegen Gate Colossus und natürlich wegen Simic. Wenn wir halt gegen Orzhov oder gegen Rakdos spielen, kann die Karte halt echt tot sein, was halt auch ein Riesenproblem ist. Ich tendiere in so einem Deck ein bisschen mehr dazu, wo mir wirklich viel Interaktion fehlt. Ne? Ich meine, wir haben Death Touch, wir haben
Wir haben defensive Removal Spells, wir haben Fliegen, haben natürlich Ethereal Absolution, aber halt so dieser Targeted Removal fehlt uns natürlich schon sehr. Also. Können wir das vertreten, hier ein Bring to Trial zu spielen im Main Deck? Können es mal. Ich denke mal, wir lassen es einfach mal drauf ankommen. Ich denke mal, ich habe ja genug darüber geredet, was da so die Vor- und Nachteile von sind. Ich fürchte, wir haben es nicht geschafft, Bankrupt in Blood gut genug zu machen. Dafür bräuchten wir noch viel mehr Afterlife-Kreaturen und wir haben nur vier oder was? Das reicht nicht. Das ist dann aber auch ähnlich, was den Blood Mist Infiltrator angeht. Wie gesagt, hätte ich das Deck voller Afterlife, würde ich den vermutlich mal spielen, so eher nicht. Aber 10th District Veteran ist auch nicht wirklich gut da drin, diese Rolle einzunehmen. Ich denke mal, wir werfen noch einen Senate Griffin dazu. Es war doppelweiß und damit nicht ganz so leicht zu casten. Aber ist ein aggressiverer Flieger als jetzt der Carrion Imp. Und gibt uns noch einen Scry dazu, was ich ordentlich finde. Und dann die letzte Karte. Die letzte Karte. Welche Füllerkreatur werfen wir hier rein? Das ist die Frage. Welche Füllerkarte darf es hier sein? Also ich würde lieber den Carrion Imp als den Blood Mist Infiltrator spielen, aber ich will lieber einen 3-Drop anstatt einen 4-Drop noch dazu werfen, wegen der Kurve. Haben hier schon einiges. Ich denke mal, die Karten sind hier echt nichts, so dass ich deswegen den Carrion Imp nehmen sollte. Was mich nicht ganz glücklich macht, was die Kurve angeht, aber wir haben einige 2-Drops und 1-Drops, von daher kommen wir schon klar. Okay, alles klar, dann wird das Deck sein. Ja, das Potenzial fürs Power Level ist sehr hoch, ne? Ethereal Absolution, unseren ganzen Multicolor-Karten hier, die recht gut sind, entweder von ihrem direkten Impact oder weil sie halt langfristig gutes Value geben, wie hier so der Syndicate Guildmage, Bellhorned. Ja, gut, alles klar, starten wir die Sache. Bis gleich, Freunde, in der ersten Runde. Hallo, Freunde, herzlich willkommen in Runde Nummer 1 mit einer Hand, die gehalten gehört. Ich denke mal, wir starten ja auch mit dem Orator, um das Life-Gain dann zu bekommen von den zukünftigen Creature-Drops. Es bringt uns nicht viel, den Guildmage als erstes auszuspielen. Der ist eher später gut, wenn man ein bisschen extra Mana rumliegen hat. Von daher mache ich es gerne so. Wir können nächste Runde für 3 angreifen, dank Hearthstar Officer. Das ist doch nicht verkehrt. Oder wird das hier ein Scorchmark? Einverstanden. Kann man machen. Ja, dann gucken wir uns einfach mal die Hand an. Oder? Keinen Grund hier unbedingt eine Kreatur auszuspielen. Okay. Klar, ehrlich gesagt, mach das. Opfer deine Kreaturen. Das können wir machen. Nächste Runde Burning Tree vermutlich. Kann dann angreifen. Aber hier, denke ich mal, nehmen wir uns einfach den Ors of Enforcer. Das ist die Karte, die mit großem Abstand am besten gegen uns ist. Und die einzige Karte, die Bankrupt in Blood hier irgendwie spielbar macht, in irgendeiner Hinsicht. Ich würde den zum 3-2er machen. Ja, gut. Kann die Gegenseite gleich schön eine Kreatur ausspielen und dann beide Kreaturen opfern für Bankrupt in Blood. Um dann 3 Karten zu ziehen.
Das ist, glaube ich, naja, das wäre jetzt die erste Karte, die ich mit Burning Tree Vandal abwerfen würde hier von der Hand. Oder jetzt. Na gut, okay. Also, die Gegenseite vertraut weiter auf die Kraft des Blutes. Wie gesagt, unser Deck ist wahrscheinlich wesentlich besser dafür geeignet und selbst wir spielen die nicht, weil die meiner Meinung nach nicht verlässlich genug funktioniert. Nur her damit. Ich denke mal, hier spielen wir tatsächlich Syndicate Guildmage und lassen Summary Judgment offen. Obwohl Angriff mit Basilica Bellhorn geht ja eigentlich auch nur, wenn wir den Hearthstar Officer ausspielen. Also, wir sollten den Angriff hier nicht machen. Wir sollten auch nicht Summary Judgment offen lassen, anstatt noch ein Syndicate Guildmage auszuspielen. Denn die Gegenseite braucht ja erstmal gute Argumente, um überhaupt angreifen zu können. Und ich will nicht, dass jetzt einfach Summary Judgment auf der Hand dumm rumliegt und nichts macht. Spike Wheel Acrobat. Easy können wir auch wegtappen mit dem Guildmage. Und dann mit Summary Judgment töten, wenn wir wollen. Das ist ja durchaus eine mögliche Combo hier. Und wollen wir zum 4-5er machen angreifen? Ich denke schon. Denn die Kreatur kann ja jetzt nur noch, also jetzt gerade nur durch einen Doppelblock sterben. Ist ja natürlich herrlich. Haben wir überhaupt was dagegen, wenn der angreift? Nicht so richtig, aber ich meine, wenn wir es schon mal offen haben. Klar. Vielleicht traden wir einfach beide. Jetzt werf das Bankrupt in Blood bitte mal ab. Das kann doch nicht der Ernst sein hier. Eieiei, na gut. Also ich block die jetzt einfach easy. Das sind angemessen. Also Hearthstar Officer gegen Burning Tree ist guter Trade. Syndicate Guildmage gegen Burning Tree ist so, okay, easy. Super gerne. Bellhorn hat mir schon eine Karte an Value gegeben. Ja, würde ich auch sagen. Nicht schlecht. Rubble Belt Recluse. Klar, ist nicht verkehrt, aber können wir wegtappen. Aber ist auch jetzt gerade nicht nötig. Lieber Grasping Thrall ausspielen. Weil wir sind so weit vorne, was in der Match angeht, dass ich hier nicht zu defensiv sein muss. Ja, und Bankrupt und Blood, da hat die Gegenseite jetzt viel zu lang dran gehangen. Die Karte hätte längst abgeworfen werden müssen. Ich sollte gar nicht erst im Deck sein. Na gut. Einverstanden. Oh, das ist jetzt perfekt. Dann kann ich nämlich auch noch offen lassen. Herrlich. Den Tap meine ich. Ja, ich denke mal, wenn, ist Oath of Enforcer nervig für uns. Oder will ich hier lieber für 5 angreifen? Aber selbst dann kann ich. Oh, doch, Moment, dann kann ich mit der zweiten Fähigkeit vom Guildmage nämlich androhen, nächste Runde die Gegenseite zu töten. Und 18 Damage nehmen wir hier nicht, oder? Also wie gesagt, 5 auf 7. Nächste Runde habe ich 5 in der Luft plus 2 vom Guildmage. Denk mal, das ist hier die bessere Entscheidung. Wie gesagt, nächste Runde ist die Gegenseite schon tot, wenn hier nicht irgendwas Überraschendes passiert. Und dass wir 6 bekommen, reicht nicht.
Ja, schöne Sache. Wie gesagt, ich glaube, dass die Gegenseite sich hier ihr eigenes Grab geschaufelt hat, indem sie die ganze Zeit in den Bankrupt in Blood festgehalten hat, dass, wie gesagt, gar nicht erst ins Deck rein sollte. Und spätestens, was weiß ich hier, als die beiden 3-2er angegriffen haben. Allerspätestens da hätte die Gegenseite das auch verstehen und Bankrupt und Blood abwerfen sollen. Na gut. Also, ja, gut gelaufen. Machen wir weiter. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen hier in der nächsten Runde. Mit der Hand bin ich jetzt nicht so froh. Die ist zwar relativ handlungsfähig. Relativ sage ich natürlich, weil Bring No Trial eine Sideboard-Karte ist. Haben zwei ordentliche Four-Drops, aber zumindest noch ein Drillbit in der Hinterhand, aber nicht wirklich eine Möglichkeit, das raus zu spectaclen. Ich schicke so ungerne Hände zurück. Ja, es wäre vermutlich richtig hier. Aber natürlich haben wir auch einfach wieder das Glück der Dummen und ziehen den Swamp nach bei uns in unserem ersten Draw-Step. Ach, wir haben schon oft genug. Der Grund, warum ich gerade so low an, ich kann es euch gerade nicht zeigen, aber so low an Gems ist, ich habe gestern noch zwei Drafts für meinen Bruder gestreamt und da war komplett geflattert die ganze Zeit. Das ging überhaupt nicht. Okay, schon wieder Rakdos, wo Schwarz fehlt. Na gut, das kommt vor. Goblin Gatherings, mehrere, das ist natürlich auch cool. Ich denke mal, mit Goblin Gathering kommen wir aber klar. Es ist jetzt die Frage, was ist schwieriger für uns, Ilgotten oder Carnival Carnage? Ich denke mal, Carnival Carnage ist schwieriger für uns. Könnte natürlich dafür argumentieren, dass es nicht so schlimm ist, weil wir einfach Bring to Trial abwerfen können, aber das eh nicht verwenden können gegen das gegnerische Deck. Vermutlich, aber. Ich weiß es nicht. Ich tendiere jetzt echt dazu, die Ilgotten deswegen zu nehmen. Es mag komisch sein, weil Carnival Khan ist eigentlich eine bessere Karte in der aller Regel, aber wie gesagt, ich habe da meine Zweifel, dass das in diesem Fall so ist. Würden wir Senate Griffin gegen Carnage und einen Goblin-Token traden? Also gegen Carnival und einen Goblin-Token traden? Ich denke schon. Doch lieber das für die Kreatur aus der Hand zu bekommen, als auf Syndicate Messenger, weil das exilt doch, oder? Ah, nee, doch nicht. Das macht was anderes. Fünftes Land brauchen wir nicht mehr. Also der Scry hat sich schon sehr gelohnt hier. Fast wie eine Karte zu ziehen. Gut, das ist dann ja ziemlich eindeutiger Syndicate Messenger. Können Bring to Trial and Plains abwerfen, wenn Carnage gespielt wird. Wollen wir hier angreifen? Denke mal, es ist vertretbar. Kriegen hier auch den ersten Damage rein. Die Gegenseite hat nichts, was. Von dem wir wissen, dass es hier irgendwie einen guten Angriff beschert. Klar kann man, sobald man genug Goblins hat, wenn die Gegenseite jetzt noch ein Goblin Gathering zieht, dann kann man eben anfangen, einfach die Goblins ins Gesicht zu werfen, sozusagen, ne? Einfach mit allen anzugreifen. Schön, schön, schön. Dann denke ich mal, dass wir hier für 5 angreifen, weil im Moment sind wir ja vorne, was den Damage angeht und wir können auch noch den Panther auslegen, der auch wieder einen Goblin fressen kann. Nehmen also aktuell on board nur 4 gegen 5, die wir gemacht haben. Lassen die Gegenseite noch eine Kreatur verlieren. Das wird jetzt vielleicht ein Spectacle sein. Nee, einfach nur ein Roustabout, klar. Und ein Plague White Sichy. Werd ich. Ah, jetzt ist wieder nur ein Land. Das ist nicht so geil. Wir können Messenger gegen Plague White traden.
Den Trade finde ich okay. Und einfach nur mit dem Griffin angreifen. Da bin ich dabei. Lassen wir einen Swamp auf der Hand. Brauchen wir nicht. Vielleicht können wir auch 16 Länder spielen. Da muss ich gleich nochmal auf die Kurve gucken. Mhm. Klar. Ja, wie gesagt, Syndicate Messenger auf Plague White, Twilight Panther, um einen Goblin zu blocken. Und Summary Judgment auf den Rector's Roustabout. Halten wir uns den Stress vom Hals. Profitable Trades am Machen. Gut. Jawohl. 5 Damage. Oh, das heißt, dass wir nächste Runde lethal sind mit, wenn wir jetzt hier 5 machen, sind wir nächste Runde lethal mit allein den Fliegern. Das ist also vermutlich deshalb richtig, weil wir der Gegenseite mit einer Handkarte hier nicht die Gelegenheit wollen, nochmal in irgendwelche Burn-Spells reinzuziehen, noch irgendwie das Spiel zu klauen oder in Carnival, oder in, heißt es nochmal Carnival of bla 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 blub. Ja. Cavalcade of Calamity, so heißt die Karte. Alles klar. Ja, easy, gut. Wie gesagt, wieder gegen Rakdos mit Mana-Problemen. Ist natürlich leichter, so zu gewinnen, als gegen Rakdos ohne Mana-Probleme. Rekapitulieren wir nochmal, wie hat sich dieser Pick auch vom Ill-God Inheritance anstatt Carnage gespielt? Also, definitiv wäre die Gegenseite jetzt noch nicht dead on board, wenn wir die Elgotten auf der gegnerischen Hand gelassen hätten. Beziehungsweise wenn die dann auch ausgespielt worden wäre. Das hier hat uns eigentlich nur 3 Damage gemacht. Von daher, ja, ich denke mal gerade wegen eben diesem Bring to Trial auf der Hand. Die furchtbare Karte, die wahrscheinlich nicht in unserem Deck sein sollte, hat dazu geführt, dass das tatsächlich die richtige Entscheidung war, schätze ich. Na gut. Ja. Interessante Dynamiken, die man da feststellt. Gut, oh, ja. Freuen wir uns. War wieder ein gutes Game. Und machen weiter, bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen in Runde Nummer 3. Bis jetzt 2-0 gegen Rakdos. Was ich noch bemerken wollte zum letzten Deck war, beim gegnerischen Deck, da hätte ich Bankrupt in Blood irgendwie sehen können, ja. Das wäre irgendwie mit diesem Goblin Gathering Deck irgendwo vertretbar. So, was machen wir hier? Natürlich behalten, denn wir haben zwar ein bisschen Probleme im Mittelfeld, sage ich jetzt mal, ne? Kein 2-Drop, kein 3-Drop wirklich, aber dafür ein Removal-Spell und unsere beste Karte am Horizont. Und wenn wir die ausspielen, haben wir vermutlich gewonnen. Ja, so absurd ist die. Obwohl, also es ist nicht so, als wäre die immer unschlagbar. Habe ich schon alles erlebt mit Simic. Ne? Simic ist durchaus mal möglich, dass Simic dich trotzdem schlägt, weil die Kreaturen einfach so brutal groß sind. Azorius, ne, heißt jetzt nicht so kreaturenbasiert. Also das ist definitiv hier nichts in Stein gemeißelt. Wir haben bis jetzt nur Länder nachgezogen. Das ist okay, da wir zu 6 kommen wollen für Ethereal. Aber hätte natürlich auch sehr gerne hier irgendeinen von unseren 1000 Two-Drops gezogen. Zumindest nächste Runde. Keine besonders aggressive Hand, aber muss es eben auch nicht sein. Ethereal Absolution regelt das eigentlich ganz gut. Persistent Petitions. Wenn wir gegen Mill spielen, wird es nicht ganz so leicht, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Futter für Ethereal Absolution. Ah ne, ist ja nur from Opponent's Graveyard, stimmt. Also nicht. Ah, okay, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Klar, macht die jetzt gerade nicht so super viel, kann jetzt nicht unbedingt in die Petition des Reihen angreifen, aber gut auf dem Board zu haben. High Alert. Cool. Ich mag High Alert. Können theoretisch die Petitioners angreifen? Nee?
Willst du nicht? Na gut. Dann könnten wir jetzt Guildmage und Judgment offen lassen. Für die Petitioners. Oder einfach nur den Messenger raus. Wir haben es hier nicht eilig und es ist nicht garantiert. Ja, doch, es ist garantiert, dass wir die Petitioners töten können. Aber es ist nicht garantiert, dass die Petitioners die sind, die wir töten wollen. Ne? Könnte jetzt immer noch irgendeine 5-Power-Kreatur kommen. 5-Toughness-Kreatur meine ich natürlich mit High Alert. Ach, zum Beispiel Xerxes Night Arbiter, den wir aber auch nicht wegtappen können. Also, das ist definitiv eine Combo, die uns jetzt hier noch besiegen kann. Trotzdem Ethereal Absolution. Wie gesagt, Syndicate Guildmage tappt leider nur stärkere Kreaturen. Das, ja, 5-5 Unblockable kann uns definitiv Probleme machen. Ja. Okay, ja, ich dachte, es läuft alles ziemlich super. Aber eben Azorius, Night Arbiter und High Alert ist ziemlich brutal. Und uns fehlt dafür. Da wäre ja jetzt alles in Ordnung, ne? Mit. Da wäre jetzt alles in Ordnung mit irgendwelchen anderen. Wenn wir Grotesque Demise oder so irgendwas hätten, ne? Das zeigt das hier zwar an, aber es ist nicht so, als wird die Toughness zur Power, sondern der hat immer noch 2 Power. Ich glaube, wir wollen hier den Doppelblock auf die Petitioners machen. 4 zum Enttappen, okay. Ja, bin natürlich nicht super happy darum, aber wir können hier keine 3 Damage zusätzlich nehmen. Wir kriegen schon 5 pro Runde, gegen die wir nichts machen können. Ja. Wie gesagt, natürlich nicht glücklich, aber brauchen auch Karten im gegnerischen Friedhof für Absolution. Das ist schon mal angenehm. Sage Lucifer stirbt sofort. Ja, und dann versuchen wir zu racen. So einfach ist das. Ja. So einfach ist das hier an der Stelle. Gut. Wir haben 3 Runden. Das ist ziemlich knapp. Ach nee, Quatsch. 4 Runden. Wir haben ja die Toughness verringert. Noch ein 3-3er-Flieger. Auch mit Vigilance. Summary Judgment. Du bringst mich um. Twilight Panther. Angriff mit Syndicate Messenger. End Turn. Können uns ja hier irgendwelche Kreaturen snacken von der Gegenseite. Dann den Courier doppelblocken. Können dann sogar einen von den Fliegern retten, wenn wir wollen. Das ist jetzt schade. Da können wir jetzt auch nichts gegen machen, leider. Ich würde ja mein eigenes Summary Judgment einsetzen, um hier noch einen 2-2er Flieger rauszubekommen, aber das, das ist ein knappes Ding. 3 Runden haben wir noch, aber wir haben jetzt keine Angriffe mehr. Das ist wohl das größte Problem hier. Ja. Ja, High Alert schlägt Ethereal Absolution. Das ist natürlich auch nicht jeden Tag so. Und wir sind hier noch nicht fertig, aber. Planes hilft da auch nicht. Nicht wirklich, muss ich sagen. Ein einzelner Twilight Panther wird das genauso wenig zu Ende bringen. Für uns. Wir brauchen irgendeine Art von Wunder. Puh,
Das war jetzt aber auch so ziemlich das Beste, was hier passieren konnte gegen unseren Spielplan wohl. Aber so kommt's halt eben, ne? Kommt halt nicht immer so, wie man sich das wünscht. Haben wir irgendeine Art von kurzfristigem Life-Gain? Vermutlich nicht. Sind geliefert. Es ist so, wie es ist. Wir sind hier geliefert, komplett. Es gibt nichts, was ich hier übersehe. Ja, schade. Es ist selten, dass man so verliert, aber das ist halt komplett keine Möglichkeit für uns hier zu interagieren. Haben wir überhaupt irgendwas im Deck, was damit jetzt hätte interagieren können? Ich glaube nicht, fast. Dings Bring to Trial bezieht sich ja auch auf Power, oder? Genau. Auch auf Power. Ja, krass. Also Bellhorn hätten wir gehabt, um uns noch eine Runde zu kaufen, so wie Grasping Thrall. Carrion Imp auch. Okay, ja, wir hätten schon noch ein paar Möglichkeiten gehabt, aber auch die hätten uns halt jetzt nicht das Spiel gerettet. Ja, erstaunlich, aber Sachen passieren. Müssen wir mit klarkommen. Und machen weiter. Bis gleich. So, Freunde, willkommen in der nächsten Runde. Wir haben uns hier erholt von dem Schock mit Ethereal Absolution zu verlieren. Ist furchtbar. Aber ich meine, es ist natürlich auch schön, dass, wie gesagt, es gibt keine Garantie. Selbst mit so einer absurden Karte, dass du gewinnst, ist natürlich auch ein gutes Zeichen irgendwo. So, wollen wir hier mit dem Pontiff starten? Wahrscheinlich schon. Auch wenn wir nicht wirklich den Orator opfern wollen, aber wenn jetzt hier ein Sorrowform Hybrid oder sowas kommt, ich meine, dann werde ich mit Kusan meinen Orator ausspielen und Pontiff angreifen und den Orator opfern. Ansonsten können wir, falls wir einfach so connecten, was ich bevorzugen würde, können wir einfach Trilbit und Impassioned Orator spielen. Das wäre eine gute Runde. So. Was sehen wir denn jetzt hier? Womit haben wir es zu tun? Mit Simic, mit Gruul. Simic. Die Gegenseite hat hier schon so drüber gehovert. Könnte das ein Slimebein sein? Ja, vielleicht. Wäre möglich. Könnte auch ein Fairy Duelist sein, natürlich. Ja, okay. Ja, klar, der kann natürlich verhindern, dass wir diese Runde Damage machen. Und dann spielen wir nur Drillbit oder nur Orator, nur Guildmage. Ich denke mal, wir spielen Drillbit. Das ist ja am Mana-effizientesten. Müssen noch an Bring to Trial denken, wenn wir unsere Entscheidung hier treffen. Oh, Frilled Mystic ist übel. Wir könnten aber auch Growth Spiral nehmen, um der Gegenseite mehr die Möglichkeit zu nehmen, halt ja, überhaupt weitere Länder zu ziehen. Wird vermutlich klug sein, das in die Luft zu heben, auch wenn die Gegenseite einen Rubble Slinger hat. Es gibt hier kein Seal für Bring to Trial aktuell. Also Frilled Mystic ist natürlich mit Abstand am besten, aber jetzt, wo wir wissen, dass sie da ist, können wir auch drumherum spielen. Und wir sind ja vor der Gegenseite auf dem Board. Und Rubble Slinger tradet halt mit Sanhedrin Griffin, was mir nicht so gut gefällt. Viele Entscheidungen, die es hier zu treffen gibt. Ich denke mal, ich nehme den Rubble Slinger. Ist komisch, aber denke mal, dass ich damit ganz froh bin. Ich glaube nicht, dass ich hier den Orator gleich gegen die Boar traden möchte. Wir schauen mal. Kommt halt drauf an, natürlich, ob wir ein Land ziehen. Und ob die Gegenseite ein Land zieht, weil ansonsten wird vermutlich Growth Spiral gespielt. Ja, dann verhalten wir uns mal maximal Mana-effizient, spielen Noxious Grudion.
Wir wissen auch um Stony Strength. Okay, Stony Strength kann später unser Summary Judgment blanken. Das ist natürlich nicht so geil. Wir wollen hier bestimmt nicht Sage's Road traden gegen irgendwas. Das wäre ein schlechter Trade. Guildmage sieht aktuell nicht so aus, als würde der viel machen. Ich weiß es nicht. Kann es auch einfach machen, um den Damage um irgendwie was durchzubekommen, irgendwie was zu machen, das Mana einzusetzen. Also ansonsten hält er die ganze Zeit unsere Kreaturen auf. Ich denke mal, wir sind nicht unzufrieden damit, das hier einfach zu machen, solange das am Start ist. Also ich bin nicht froh drum, klar. Da willst du irgendeine Afterlife-Kreatur opfern, du willst irgendeine Art von Value da rausbekommen, klar. Aber ist schon okay. Okay, gut, ja, da ist jetzt eben Instant Speed Kram, Slime Bind und Stony Strength auf der Hand. Ehrlich gesagt, wenn die Gegenseite hier Stony Strength traden will gegen, ich meine, könnte natürlich auf den, das auf den machen und dann Slime Bind auf den Grudian machen. Na gut, könnten, haben auch immer noch Summary Judgment nicht zu vergessen. Schönen 2-for-1 rausgeholt. Jetzt kann die Gegenseite natürlich Slimebind einsetzen. Aber das gibt uns dann immer noch ein gutes Ziel zum Opfern für den Pontiff. Ja, oder es geht einfach gleich auf den Pontiff, klar. Können wir machen. Und jetzt Syndicate Guildmage raus. Und das ist ja auch eine Clock, weil der nochmal für 5 einfach garantiert Damage ins Gesicht schießen kann. Für eine riesige Kreatur haben wir Bring to Trial. Für andere Sachen haben wir anderen Kram. Hier denke ich mal, ist dann Griffin eben ziemlich easy. Haben wir ein Threat in der Luft. Noch ein Threat in der Luft ist perfekt. Will hier nicht traden. Mein Grudian, das kann uns vor noch größeren Problemen beschützen, falls die Gegenseite es jetzt hier irgendwie doch nochmal schafft, rauszukommen. Saruli Caretaker wird hier nicht viel machen können. Gut, also greifen wir einfach an mit Griffin. Ja. Messenger raus. Und gut ist. Und gut ist. Jetzt hat die Gegenseite wohlgemerkt auch ihren Thrilled Mystic zur Verfügung. Selbst wenn das Land jetzt nicht gekommen wäre wegen der Dame mit der riesigen Eichel in der Hand. Ja, da werden wir natürlich keine Spells da reinspielen. So einfach ist das. Zack, 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 zack. Und das ist eben auch, selbst wenn wir jetzt Action auf der Hand hätten, das ist dann so ein Moment, wo der Guildmage auch ziemlich gut scheinen kann. Wow, Thrilled Mystic ohne Value. Übel. Weil wir den jetzt eben offen lassen und stattdessen Damage machen können, statt ein Spell da reinzuspielen in den Thrilled Mystic. Klar. 2 Damage nehme ich. Und Ethereal Absolution. Das wäre jetzt aber ein Fehler, die hier auszuspielen. Gegenseite ist praktisch tot. Ja. Und zack. Und das war's. Ich habe ja abgegeben, weil er könnte ja irgendein Instant Speed Life Gain Spam, fällt mir jetzt gerade nicht mal einer ein, kommen und
Oder irgendwie Counter-Target-Activated-Ability, irgendein Kram oder sowas. Und dann haben wir eine getappte Kreatur da. Klar, wir sind auf 15, es spielt nicht so eine große Rolle, aber spricht in meinen Augen auch nichts dagegen, abzuwarten, bis die Gegenseite austappt oder dann ihre Runde abgibt oder irgendwas. Ne? Also, alles klar. Aber ja, natürlich viel Pech auch auf der gegnerischen Seite. Erstmal fast, also sehr viele Füllerkarten gezogen. Wir wissen natürlich nicht, aus wie vielen Füllerkarten das Deck besteht. Aber zwei Frilled Mystic, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Grund, um Simic zu spielen. Naja, hat nicht gereicht. Und wir machen weiter. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen in der nächsten Runde. Hier eine Hand mit ein bisschen vielen Ländern, aber die, denke ich mal, doch gehalten werden muss. Noch mehr Länder hätte ich jetzt nicht bestellt, aber wir kommen schon klar. Priest of Forgotten Gods. Sehr, sehr cool, aber ähnlich wie, verdammt. Die Karte mit dem Blatt ist es natürlich ist die natürlich also musst du sehr sehr stark da drumherum bauen und gerade gegen Orzhov ist es natürlich der Effekt auch nicht so richtig krass, also aber hier zumindest ja, das ist zumindest schon mal die richtige Richtung mit Goblin Gathering, da können wir drüber reden. Wollen wir Plaguewild kann halt die ganze Zeit in die Goblins angreifen, was mir gefällt. Also wir greifen ja auch auf jeden Fall an, weil wir müssen auch irgendwann blocken, also. Und es ist natürlich im Angesicht von diesem Priest nicht so super optimal, aber gut genug. Hier spiele ich gerne den Plaguewild und den Twilight Panther. Plaguewild hat halt gegen Goblin Gathering immer einen Angriff, was cool ist. Also ich meine, das ist ein, das muss ich schon sagen, das ist ein cooles Deck. Ja. Ich feiere das ja immer, wenn da so wirklich hart drumherum gebaut wird, um die Sachen. Da bin ich ein großer Fan von. Also von daher... wünsche ich der Gegenseite da bestes Gelingen mit. Das hier wäre natürlich was, wo... Hier wäre jetzt Ethereal Absolution absolut brutal. Da würde Ethereal Absolution mit Sicherheit sofort das Spiel beenden. Behold my power. Nice. Ich spiele mal Pre-Combat den Pontiff aus, nur falls wir das irgendwie beachten müssen. Wegen irgendeinem Kram. Hier greifen wir natürlich an mit den Fliegern und dem Plaguewild. Selbst wenn jetzt das Cavalcade of Calamity nächste Runde kommt, das wird nix. Aber wie gesagt, sau cooles Deck. Ich feier's hart. Aber... wenn jetzt schon wieder irgendwas schief geht. Ne? In der vorletzten Runde wurden wir trotz Ethereal Absolution komplett zerstört von Dingsy. Ja, okay. Ja. Wen opfern wir denn hier, ist die Frage, ne? Also ich meine, vielleicht kann Plaguewild irgendwann nicht mehr angreifen. Panther vielleicht irgendwann nicht mehr blocken. Ich glaube, Panther ist hier tatsächlich am unwichtigsten. Ich bin hier ganz froh, doch den Damage in der Luft zu bekommen. Ich meine, wie gesagt, durch das Opfern vom Messenger verlieren wir halt keine Kreatur. So gesehen. Aber so bekommen wir halt noch den maximalen Damage durch, was ich diese Runde, was ich ganz gut finde... und behalte mehr Power in den Fliegern, was mir besonders dann nächste Runde sehr helfen wird, wenn ich Ethereal Absolution ausspiele. Beziehungsweise, also ich bin mir relativ sicher, dass die Gegenseite hier aufgibt, sobald wir Ethereal Absolution ausspielen. Aber wir schauen mal. Also als Reaktion darauf wird sie erstmal zwei Goblins opfern.
mit dem Priest. Und es sind ja auch keine Kreaturen bis jetzt im Friedhof, also ist auch nicht die krankeste Ethereal Absolution. Okay, und insofern ist natürlich auch ganz cool, dass jetzt, dass die Goblins ja jetzt schon weg sind, die durch Ethereal Absolution sterben würden. Hm? Na, schauen wir mal. Bin gespannt, was sie gegenseitig hier noch auspackt. Rubberbelt Recluse. Oh, schreck, schreck. Ethereal Absolution gar nicht so crank gegen. Und wir haben keinen Mana offen für Pitiless Pontiff. Also wäre es ja auch eine Möglichkeit, einfach Oligarch auszuspielen. Um mit Pitiless Pontiff den Recluse zu blocken. Dann haben wir auch schön für Ethereal Absolution danach eine Karte im Friedhof. Und wir wollen nicht unbedingt 5 Damage nehmen von dem nächste Runde. Also ich denke mal, dass ich das am liebsten hier so mache. Hoffen jetzt natürlich, dass kein Discard kommt. Ansonsten könnte hier durchaus unsere Ethereal Absolution schon wieder geschlagen werden. Aber ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, was hier passiert. Stage, klar. Okay, aber er hat gar keine Kreatur im Friedhof. Ja, das war nicht verkehrt. Das war jetzt nicht furchtbar für die Gegenseite. Ich trade 2 Spirits gegen die Recluse und greife hier einfach mit dem Plague White und noch einem Dings an. Ja. Ja. Können wir machen. Fünf Leben will ich dann doch nicht nehmen, angesichts von diesem Priest und dem Vindictive Vampire, die da draußen sind. Auch wenn der Ascended Griffin als 4-3er rauskommt. Naja, die Gegenseite gibt sich da schon einiges an Mühe. Das darf ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nicht bestreiten. Und wie gesagt, hier 5 nehmen ist dann schon ein Fehler zu viel. Also von daher, gute Arbeit, würde ich sagen. Bring to Trial ist natürlich besser. Bring to Trial ist natürlich besser. Und hält uns auch die Absolution offen? Das ist Exile, ne? Ah, dann können wir keine Kreatur machen. Naja. Dann wollen wir ja doch fast lieber den Senate Griffin ausspielen, ha? Huh? Eieiei. Na, komm, wir werden die jetzt los. Dann sind wir schon mal so viele Threats los. Gegenseitig hier Vampire und Recluse opfern möchte für Priest, das ist... Bin ich da sehr zufrieden mit. Guter Trade. Und bringt die beiden Karten ja auch in den Friedhof für Ethereal Absolution, was also ganz nice ist. Wollen wir den Spirit opfern oder den Plague White? Denk mal den Plague White. Mag die Flieger so ganz gerne. Und ja. Gehen das Risiko hier ein, dass hier irgendeine böse Haste-Kreatur rauskommt. Aber wir müssen das Spiel auch mal langsam beenden. Aber die cooles Deck, wie gesagt, ich finde es nice. Clear the Stage, bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von da. Consigned to the Pit, aber muss halt tun, was man tun muss, um das Deck irgendwie auszufüllen. Aber der Spielplan ist natürlich einfach mega cool mit Vindictive Vampire, Priest of Forgotten Gods, Goblin Gathering. Sehr, sehr cool.
ein Juggler. Sichi, sichi. Summary Judgment, sehr, sehr schön. Entweder Griffin plus Judgment oder Absolution plus Judgment. Ja, ich denke mal, wir wollen lieber einen 4-3er als einen 2-2er Flieger machen. Wir wollen definitiv keine Länder mehr ziehen. Und ja, das ist doch sehr, sehr nah am Tod für die Gegenseite. Okay. Die sterben sofort. Die Absolution. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt empfohlen. Herrlich. Ich habe selber nicht mal Recursion. Ja. Ja, also wie gesagt, dafür, dass ich so große Töne gespuckt habe, was diese Ethereal Absolution angeht, haben die Gegner das da auch ziemlich fein gemacht, da drum herum zu kommen. Ich glaube, die Gegenseite wird hier versuchen, irgendwie den letzten Damage irgendwie durchzubekommen. Wahrscheinlich jetzt hier nicht blocken. Doch, okay. Das ist natürlich perfekt. Na, okay. Na, so. Kann man machen. Fein. Ja. Ja, saugute Arbeit bis jetzt. Also, wenn wir jetzt irgendwie mit zweimal Secure to Critics geschlagen werden, ich applaudiere wirklich. Ehrlich, mit so einem wonkigen Spielplan, ne, der wirklich sehr, sehr riskant ist. Priest kann gut auch mal gar nichts machen. Ich meine, Goblin Gathering hilft definitiv dabei, weil man sich ja eh schon einige Dings davon, Kopien davon ins Deck ballern möchte. Aber es kann eben auch mal sehr schief gehen. So, was ist hier das Schlimmste? Addictive Vampire. Okay, das heißt Doppelaktivierung, also wird das Land ausgespielt. Genau, wir können zwei Kreaturen machen. Das ist gut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nur um die Gegenseite zu ärgern, die könnte ja nicht mal wirklich was rausbringen. Und sie hält es tapfer durch mit den schlechten Removal-Spells hier. Ich sag ja, du musst tun, was du tun musst. Aber clear the stage in einem Goblin Gathering Deck. Ist natürlich ein bisschen schade. Achso. Noch warten. Es könnte ja doch sein, dass die Gegenseite irgendwas. Damit kann sie Leben dazu bekommen, hier mit Karten. Ich denke mal, es ist knapp genug, sodass wir lieber der Gegenseite Leben wegnehmen möchten. Wir könnten auch nur zwei reinschicken, einfach nur, um wirklich ganz sicher zu gehen, dass wir hier nicht durch irgendeine unglückliche Verkettung von Umständen sterben. Ich denke mal, dann ist es relativ klar, dass die Flieger das hier nächste Runde beenden. Noch mehr Futter für meine Armee. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, muss halt einfach nicht sein, hier weiter irgendwelche geringsten Risiken einzugehen. Wir können eigentlich nicht verlieren, so. Ich meine, ihr könnt natürlich zwei auf alles. Wäre natürlich geil. Good game. Ja. Aber, wow, ich meine, die vergangenen drei Games, das war sehr interessant im Hinblick auf Ethereal Absolution. Ne? Nachdem ich gesagt habe, boah, praktisch unschlagbare Karte, müsste man eigentlich verbieten im Limited. Und dann haben die Gegner da einen ziemlich guten Job gemacht, das irgendwie zu vermeiden, dadurch sofort zu sterben oder uns sogar besiegt. Oder wir haben sie gar nicht ausgespielt. Aber naja, ich bin nach wie vor überzeugt von der Karte. Und wir machen weiter. Bis gleich.
So, willkommen in der nächsten Runde. Ich weiß gar nicht mehr welche. Fünfte, sechste sogar schon. Auf jeden Fall ganz nett. Mit einer, ja, etwas. Also, das sind wirklich unsere Füllerkarten, die wir hier haben. Aber die Kurve ist in Ordnung. Two-Drop, Three-Drop, Four-Drop. Von daher können wir das wohl nicht zurückschicken. Wie gesagt, eine Two-Drop, Three-Drop, Four-Drop-Kurve. Ist meiner Meinung nach ist das kriminell, so eine Hand zurückzuschicken. Sollte verboten werden. So, hier werde ich jetzt natürlich Mana-effizient sein und Noxious Grudion benutzen. Wenn wir nächste Runde ein Land ziehen, können wir einen Two-Drop ausspielen, blocken den Pontiff und können dann als Reaktion auf den Sack vielleicht ein Summary Judgment spielen. Das wäre sehr geil. Oh, schon wieder ein Priest. Die Leute gehen heute aber auch richtig steil, oder? Nice. Würde ich Grudion traden gegen einen von denen? Aber sicher doch. Ja, klar. Na klar doch. Habe ich doch gesagt. Das mache ich. Damit bin ich einverstanden. Ja, ich denke mal, dann spielen wir einfach nur Orator und Pontiff. Haben jetzt gerade keinen Grund, hier das Summary Judgment offen zu lassen. Senate Griffin, klar, mit dem kommen wir sicher auch zurecht. Und den traden wir auch wieder gegen diese Füller-Kreaturen hier. Also haben wir dann easy Angriff eigentlich. Ja, klar. Nice. Spielen wir Scavenger aus? Ja, ich denke mal, ne? Und opfern wir was? Das aber eigentlich nicht vertreten hier. Den Plague World zu opfern, also Card Disadvantage hier einzugehen, nur für einen 5-5er mit Scry 2. Das mache ich, wenn ich eine Afterlife-Kreatur opfern kann. Okay. Ein Summary Judgment für ein Summary Judgment, schätze ich mal. Noch ein bisschen Damage in der Luft, klar. Wir kommen näher zu unserer Absolution. Wir sind vorne, was das Damage Race angeht, also da bin ich doch recht froh. Weiß nicht, ob ich den Jump Block hier gemacht hätte, ich glaube nicht. Aber die Gegenseite weiß auch nicht, dass mit einem Land die Kreatur sowieso nichts mehr macht. Okay, gut. Ja, gute Nacht. Gute Nacht dann. Schlaf ruhig, kleiner Prinz. Basilika Bell und ja, das ist dann so, ne? Das war jetzt mal eher so ein Ausdruck davon. Also, ich sollte eigentlich ganz froh sein, dass Ethereal Absolution gar nicht so Instant Win war, ne, wie ich das behauptet habe in den letzten Spielen, weil jetzt haben wir das gesehen, das ist dann so die langweilige Seite davon, ne? Ja, hier gab es einfach nicht mehr wirklich eine Chance, mit normalen Karten rauszukommen. Basilica Bellhorn ist sogar noch überdurchschnittlich gut. Das tut weh. Für die Gegenseite. Und wir, ja, freuen uns ein bisschen, aber wie gesagt, naja. Naja, das Design. Ja, da stellt man sich halt Fragen, ne? Ein bisschen zu schwach für, oder vielleicht sogar deutlich zu schwach für Standard, viel zu stark für Draft. Was soll die Karte? Spielt man die im Commander? Ich glaube auch, dass die für Commander nicht gut genug ist. Aber wer weiß. Na gut, na gut, na gut. Egal, wir haben ja schon ein bisschen Spaß mit der gehabt, also will mich jetzt nicht beschweren und bestimmt nicht darüber, dass ich gewinne wegen der Karte. Also machen wir weiter. Bis gleich, Freunde. Hallo Freunde, willkommen in der nächsten Runde mit einer
fantastischen Hand, die wir so gleich behalten werden. Und wir hatten so, so viel Glück mit unserem Drillbit bis jetzt. Ja, denn ist natürlich bei diesen Karten immer die Gefahr, wenn du die im Late Game ziehst, dass sie gar nichts mehr macht. Das haben wir doch erfolgreich umschifft. Das Problem, fangen wir jetzt mit Oligarch oder mit Orator an. Ich denke nach wie vor Oligarch, der macht einfach was, ne? Er greift an, er blockt, macht 1-1er. Oligarch ist einfach wunderbar. Der Ingenieur, mega gut. Bin ich froh, dass wir da jetzt in der Lage sind, mit dem Drillbit durchzugraben. Hoffentlich blockt die Gegenseite nicht, weil dann kann ich nämlich auch noch den Orator ausspielen. Um hier das Ramp-Target sozusagen rauszupicken. Okay, Eyes Everywhere, das würde uns nur dann stören, wenn wir Gedöns haben, Ethereal Absolution draußen haben. Vor Skitter, Eel und Admonition habe ich nicht wirklich Angst. Aber Ice Everywhere macht halt auch nicht wirklich was erstmal. Ja, ich denke mal nicht, dass wir hier Ice Everywhere nehmen sollten. Die ist ein bisschen langsam. Wahrscheinlich einfach Skitter, Eel. Weil wenn hier irgendwie eine von unseren Kreaturen gebounced wird, ist mir das völlig Wumpe. Ja. Okay, der Sorrow vom Hybrid, der war eben noch nicht da. ja, wir greifen an mit beiden. Wir können auch erst den Messenger ausspielen. Wahrscheinlich spielen wir zuerst den Messenger aus. Können natürlich auch den Guildmage rausbringen, da der den Sorrowform Hybrid wegtappen kann. Aber, ja, nö. Nur mal so das extra Leben. Traden ja beide furchtbar gerne hier weg. Ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier getradet wird. Okay, klar. Gegenseite will sich Zeit kaufen. Das könnte funktionieren, will ich jetzt auch nicht bestreiten. Ist schon 6-6er hier am Start für die Gegenseite. Und wir können halt nach wie vor entweder den Guildmage oder einen Carrion Imp ausspielen. Aber wir könnten nächste Runde Carrion Imp plus Guildmage tap. Von daher denke ich mal, dass es sogar richtig ist, den hier auszuspielen. Außer, was zieht die Gegenseite denn hier nach? Oh, na gut. Ja, ist gut gelaufen, muss ich sagen. Hat die Gegenseite uns erfolgreich gestoppt hier. Und sogar immer noch ein Admonition auf der Hand, um nochmal ein bisschen mehr Tempo gut zu machen. Also von daher, oh, gut gelaufen hier. Für die Gegenseite. Das kann ich nicht bestreiten. Jetzt vielleicht Admonition auf das Token kann ich mir noch vorstellen. Noch ein Renthorn raus. Da hätte ich ja wirklich lieber gehabt, dass die Gegenseite den Skitter Eel behalten hätte. Hätte ich das gewusst, aber natürlich wussten wir das nicht vorher. Problem ist, die Gegenseite kann den Scavenger halt einfach bouncen, aber ich denke mal, wir brauchen auch den Scry hier. Oder, stimmt, mit Ice Everywhere halt auch. Oh, gut, wir haben den Grudion. Ist in Ordnung. Wir können nächste Runde Grudion plus Dings spielen. Joa. Aber das ist wirklich sehr schnell bergab gegangen für uns. Muss ich sagen. Das wäre so ein Spiel, wo Pitiless Pontiff super scheinen könnte, Blade Rain super scheinen könnte, wo Ethereal Absolution gar nicht so krass ist, ne? Weil es praktisch 6-6er und 5-5er. Gut. Und dann Carrion Imp. Ach so, stimmt, wir haben doch nur 6 Mana. Ja, na, trotzdem. Ja, aber wir stehen gar nicht, wir stehen wirklich nicht so gut da. Und wie gesagt, das ist 11 Power, die hier angreifen kann. Ich kann es mir nicht
leisten, den Scavenger nochmal auszuspielen und was zu opfern dafür, aber den Damage hier werde ich nehmen. Da sind wir dabei. Ja, jetzt keinen weiteren Damage mehr nehmen, aber hey, irgendwas muss man ja tun hier. Das ist interessant. Leider bringt er uns genau auf 5, das heißt, wir können nicht hier einfach angreifen, aber trotzdem spiele ich jetzt den lieber als irgendwie Grudian, als defensive Maßnahme, denn wir haben ja die Flieger und ich glaube, dass das hier wichtig ist, eine Clock zu machen, auch wenn wir halt eben gerade nicht, ah okay, gut, das tötet. Halt Doppeljumpen müssen, dadurch gerade nicht töten, aber das war so halt irgendwie das Aggressivste, was ich tun konnte, was meiner Meinung nach richtig war. Und ich sollte nicht Good Game sagen und dann nicht aufgeben, das ist auch nicht gut. Ja, wie gesagt, das ist ganz schön schnell eskaliert, aber das ist ja auch etwas, was Simic besonders gut beherrscht. Aber nachdem halt der Tempoverlust durch das Ice Everywhere auch noch kam, dachte ich nicht, dass das so krass nochmal wird, aber das lief echt super, aber Jai Engineer macht halt auch in den Simic Decks so eine perverse Arbeit, weil die so mana-hungrig sind. Ja, also Hut ab, gute Arbeit. So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in der nächsten Runde, Runde 8 mittlerweile und wir sind on the play, oh, mit einer ordentlichen Hand, nichts Überwältigendes, nichts Furchtbares. Die Guild Mages machen halt meistens am Anfang vom Spiel nicht so brutal viel. Aber gut, sie zu haben. Okay, schon wieder gegen Simic. Jetzt zählt's natürlich. Jetzt ist die Frage, schaffen wir es diesmal Simic down zu bekommen? Also, das hier könnte Quench sein, das könnte wieder Fairy Duelist sein, das könnte Growth Spiral sein, das könnte Slimebind sein. Ich denke mal, es ist in jedem Fall vertretbar, hier den Guildmage Pre-Combat auszuspielen und schon mal anzugreifen. Nur für den Fall. Wenn es ein Quench ist, sehen wir es eh sofort. Es ist für ich glaube, es ist ein Fairy Duelist. Es war ein Growth Spiral. Okay, gut. Naja, ich hoffe, ich habe jetzt, ihr habt nicht zu viel Geld da rein verwettet. Und weiter geht's. Und ja, das Rampen fängt wieder an. Schauen wir mal, wie es diesmal wird. Wir haben auch ab nächster Runde wieder ein paar Flieger zu legen, haben Guild Mages, die uns schon mal ein bisschen Damage machen können. Also Pontiffs, die immer angreifen können und hier riesige Kreaturen sehr erfolgreich blocken können. Also ich male mir gute Chancen aus. Aber wir werden sehen. Ja. Bellhorn wäre jetzt natürlich auch ein Träumchen gewesen, aber ich weiß nicht mal, ob der Flieger hier nicht mal sogar mehr macht gegen Simic. Hoffen wir nur, dass der Aeromunculus nicht rauskommt. Ah! Jedes Mal. Greifen wir mit dem Pontiff an? Wir wollen ja auch nicht wirklich was opfern, also. Aber wir könnten immer noch die Bellhorn ausspielen. Also vermutlich ist es richtig. Nur mit dem Guildmage können wir nicht angreifen. Ja, okay. Das können wir machen. Ja. Aeromunculus ist nicht schlecht, aber ich meine, der alleine, wenn ihn gegenseitig jetzt abgeben muss und für 4 Mana den zum 3-4er machen will, dann sei sie willkommen. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es richtig ist, hier wirklich mit allen anzugreifen. Wenn die Gegenseite hier adapten will, ist das eigentlich okay für mich, weil wir so viel Damage reinbekommen.
Und die Gegenseite muss ja hier auch als erstes reagieren, weil ansonsten ist der Angriff ja gut. Genau, also jetzt hier. Und adapt. Aha, aha, aha. So läuft das also. Das ist ja in Ordnung. Aber es macht meinen Damage-Plan auf jeden Fall schlechter. Jetzt bin ich nicht mehr so froh darum, den Thrall reingeschickt zu haben. Da hätte ich dran denken müssen an den Trick. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, das ist jetzt sehr ärgerlich, muss ich schon zugeben. 8 Leben. Es kann ja eigentlich nicht richtig sein, hier zu versuchen, jetzt nur noch mit dem Guildmage hier durchzukommen. Das sind 4 Runden, das ist trotzdem immer noch ein bisschen viel. Hier kein Fan von dem, was hier passiert ist. Aber ich habe es mir natürlich auch selber irgendwie... Ich hätte auch einfach nur mit dem Pontiff angreifen können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Auch hier muss ich leider wieder zuerst was opfern, was halt auch nicht ganz optimal ist, aber in Ordnung. Ich denke mal, wir können sogar einfach den Guildmage opfern, da wir noch einen in der Hinterhand haben. Okay. Oder der Damage wird durchgelassen. Ach, Fairy Duelist, na gut, klar. Ja, die Gegenseite kann so immer noch weiter Jump blocken, immer weiter Jump blocken. Ja, ich glaube, dann gehe ich doch auf den Guildmage-Plan. Ganz ehrlich. Oh, ich hätte den anderen Guildmage ausspielen sollen. Okay, sorry. Sorry, sorry, sorry. Das war ein Fehler. Aber, ja. Vielleicht hätte ich es auch von Anfang an machen sollen. Also von letzter Runde an. Aber wir haben ja schon gesehen, Simic kann so schnell auch aufbauen. Wir sind auf 22. Ja, es war ein Fehler. Ich bin bereit, das zuzugeben. Ich bin mir relativ sicher, dass die Gegenseite jetzt blocken wird, aber das ist in Ordnung. Dann können wir halt nicht den zweiten Guildmage ausspielen. Dann soll das so sein. Ich glaube, der Messenger, der connectet hier einfach nicht mehr. Okay. Ich glaub, da haben wir mehr von. Ja, das kannst du eine Kreatur. Wahrscheinlich Fairy Duelist wird jetzt einfach hier den Pontiff blocken, um das Leben zu sparen. Und dann, ja. Genau. Müssen wir uns da keine weiteren Sorgen machen. Wir könnten jetzt halt 2 Kreaturen legen. 2 Kreaturen oder lieber 2 Damage. Ja, ich denke mal, auch wegen Bounce und so ist es schon gut, noch einen rauszubekommen. Und der 3-4er macht ja auch einen guten Job hier aggressiv auf dem Board. Thanks. Wie gesagt, jetzt 2 Guildmages ist halt schon brutal. Also klar, die können jetzt nicht 4 Damage pro Runde machen, dafür bräuchte ich 10 Mana, aber einfach nur in der Hinsicht, dass die Gegenseite sich jetzt keine extra Runde mehr kaufen kann durch Bounce oder irgendwelches Gedöns. So, hier kann der Arimunculus auch nicht mehr gedingst werden. Ja, gut, Game, dann gib aber auch bitte auf und mach jetzt hier keinen Hackneck. Ja.
Wir können es fast genauso vertreten, jetzt einfach mit allen zusammen anzugreifen. Aber dann könnte die Gegenseite immer noch irgendwie beide Guildmages blocken und dadurch töten und irgendwie wieder stabilisieren. Es ist, glaube ich, ich glaube, wir sind hier ziemlich safe, wenn wir die Guildmages behalten und haben wahrscheinlich dann den Kill nächste Runde. Die Gegenseite könnte jetzt halt auch einfach mal aufgeben. Aber ja, bis auf das Shimmer of Possibility, und das könnte wirklich die entscheidende Karte sein, die sozusagen die Gegenseite das Tempo gekostet hat, was sie gebraucht hätte. Aber gut, Standard Courier bin ich auch kein Fan von, natürlich in Simic. Aber ja, manchmal muss man halt Füllerkarten spielen. Ist ja auch klar. Ja, auch nur Spell, nicht Ability. Jo. Ja, dann. Gib doch endlich auf! Gut. So. Jawohl, da haben wir auch lang genug dran gearbeitet. Ich meine, war offensichtlich, dass die Gegenseite Mana-Probleme hatte und es könnte, hätte ansonsten auch schwieriger sein können für uns. Aber ja, wir haben auch nicht optimal gespielt natürlich. Aber ja, gegen die Counterspells ist es wirklich immer schön, die Guildmages zu haben, ne? Die einfach ihre aktivierten Fähigkeiten haben. Die können nicht so leicht gecountert werden. Sehr, sehr gut. Also packen wir den Sieg ein und marschieren weiter in die nächste Runde. Bis gleich. Oh, das wird die letzte Runde sein. Nice. So, hallo Freunde und herzlich willkommen hier in der finalen Runde mit, ja, einer interessanten Hand, um anzufangen. On the play mit höchstens einem 4-Drop, unserer besten Karte auf der Hand, die ein 6-Drop ist und ein Removal-Spell. Denke ich mal, dass wir das behalten. Aber es sind nicht die besten Siegchancen natürlich. Also ich könnte mir durchaus einige 6 Handkarten vorstellen, die hier deutlich besser wären. Aber es ist leider halt auch dann nicht garantiert, dass du eine gute Hand siehst, wenn du eine Mulligan nimmst. Oh, und hier, klar, haben wir den Orator raus. Wenn das dir ein Quench oder sonst was ist, hau rein. Interessiert doch niemanden. Werden wir definitiv nur aufpassen, wenn wir jetzt wieder gegen Simic unterwegs sind, die halt Quench, Thought Collapse und den Frilled Mystic spielen, für wenn wir unser Ethereal Absolution droppen. Am liebsten, wenn die Gegenseite dann ausgetappt ist. Joa, hier könnte man natürlich auch Grudian ausspielen, um den Skitter Eel einen Block anzudrohen. Wir haben auch Summary Judgment, deswegen ist alles easy. Grudian plus Judgment nächste Runde sollte uns doch eine relativ ordentliche Runde bescheren. Ja, ehrlich gesagt noch besser einfach Grudian plus Oligarch. Hier greife ich sogar mit dem an, Fragezeichen. Nee, eigentlich wollen wir ja eher blocken, also wir wollen Trades haben. Ja, dann lasse ich's. Entscheiden wir dann nächste Runde. Kommt dann auch drauf an, ob wir das Mana ziehen für die Ethereal, ob wir noch einen Spell ziehen neben Summary Judgment. Okay, das ist ausgetappt. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne Ethereal legen. Ja, wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Jop. Angriff mit Syndicate Messenger und Guildmage raus. Summary Judgment offen halten ist eine gute Runde für uns. Also das, wir haben sehr, sehr, sehr gut nachgezogen hier. Ein 2-Drop, 3-Drop, 2-Drop. Exzellent. Ich denke mal, wenn wir hier eine Absolution landen können, dann wird das, obwohl es Simic ist, ne, und die Kreaturen jetzt nicht unbedingt sterben dadurch, sondern wirklich nur um eins kleiner werden. Das macht schon einiges aus. Domri. Nice, okay. Hoffen wir, dass die Gegenseite den richtig einsetzt. Das ist nämlich minus 3. Ach komm. Obwohl, stimmt, dann könnten wir ihn einfach nur töten.
Frenzied Arings, Riot, Riot. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, die Kreaturen sind so riesig, da bringt Ethereal gar nicht mehr so viel, wa? Aber es bringt natürlich etwas. Wumps. Nice, ja, ich finde es auch ziemlich nice. Den trade ich gegen eine von den großen Kreaturen und Sending Messenger greift auch Domria an. Ja, boah, super Trade. Easy, sehr, sehr gerne. Und wir wollen ja auch Futter im Friedhof haben, damit wir Ethereal Absolution aktivieren können. Senate Griffin, 2-1er Flieger. Schon nicht so super, oder? Ja, klar, warum nicht? Zu viele Leute, die einfach nur plussen. Also ich sag, letzte Runde war es, glaube ich, richtig zu plussen. Aber ich denke, man sollte meistens, wenn Domria reinkommt, direkt minus 3 machen und den Card Advantage mitnehmen. Das ist meine Überzeugung. So, wir können die den Guardian vom Blocken abhalten. Dann mit allen Domria angreifen und haben immer noch eine Aktivierung offen von Ethereal Absolution. Ich glaube, wirklich froh wird die Gegenseite hier mit keinem von den Blocks. Wow, Chump. Das ist eine Verzweiflungstat. Aber es ist halt die Hoffnung, dass halt der Planeswalker irgendwie halt gut sein kann. Aber das ist halt, ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Und noch ein 3-3er raus. Und ja, Ethereal Absolution bringt die ganze Sache zu Ende. Das passt doch auch. Jetzt machst du minus 3, hm? Nee, ich sag nicht, dass die beiden Aktivierungen waren schon richtig, ja. Das hätte ich auch gemacht. So, aber ich würde meistens dazu tendieren, wenn ich ihn rausbringe, sofort zu minus 3 zu machen. Ja. Ja, sorry, aber das hier war es doch, oder? Klar, klar, klar. So, das auf Domria, um ihn zu töten. Und ja, bei den Trades machen wir, oder? Einfach nur den hier. Guildmage-Trade ist nicht mal gut für uns. Ja. Schön, schön, schön. Haben wir Domri komplett zerlegt, aber natürlich wegen. Selbstverständlich ist das passiert wegen Ethereal Absolution. Das war mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wo es mal richtig krank läuft. Okay, ja. Relativ uninteressantes Spiel. Wahrscheinlich halt deshalb, weil wir so perfekt nachgezogen haben. Wie gesagt, die Hand war etwas an der Grenze. Und es hätte durchaus auch noch interessanter werden können, wenn wir vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht hätten für die Ethereal. Die hat uns halt wirklich brutal nach vorne katapultiert. Wir hatten sehr viele Kreaturen draußen. Aber wenn die irgendwie später gekommen wären, wir nicht so viele Kreaturen in der Zwischenzeit gezogen hätten, dann hätte hier dieses Timur Value Deck uns auf jeden Fall mehr Probleme gemacht. Mit wirklich guten Bomben, Trollbred Guardian, Domri, Segana. Rumbling Rune jetzt nicht so, obwohl die natürlich in so einem Deck richtig gut sein kann, als Finisher. Aber hey, das hier war ein schöner Draft.
Orsoth war schön offen, zumindest meistens. Kann mir schon vorstellen, dass da noch jemand auch noch Orsoth-Karten gepickt hat. Bin mir sogar relativ sicher. Aber puh, ich habe jetzt auch schon lange keine Seven Wins mehr gehabt, glaube ich. Nicht so Premium gelaufen in letzter Zeit. Aber schön, ich denke mal, wir haben es uns nur zum Teil verdient. Es war auch Ethereal Absolution mit dabei, aber es ist ja immer, immer auch Glück in Magic. Da kann ja keiner was anderes sagen. Und es war doch eine gute Mischung wieder aus Glück, gute Picks zu machen, gute Entscheidungen, strategische Entscheidungen zu treffen, zumindest ordentliche. Ich will jetzt nicht sagen, ich treffe immer die beste Entscheidung. Und so kommt das dann ganz schön zusammen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß dabei. Und ihr seid nächstes Mal wieder am Start, wenn wir Ravnica Legions kriegen wir wahrscheinlich nochmal hin, bevor es weg ist. Hoffentlich. Und ansonsten gibt es auch so viele andere Drafts, die wunderbar sind, auf die man sich freuen kann. Also bis dann. Bleibt geschmeidig.